Wie sonst? Ja, sehr schön. Mitnehmen. Na, setzen. Mist. So, okay. Gut, dann auf nach Hause. Und es wird langsam kalt, man sieht es, glaube ich. Dass es ein bisschen kälter aussieht alles schon. So, wir gehen natürlich jetzt back. Zurück nach Hause. Dann nochmal alles ab hier, was wir finden. Guck mal, wenn ich so einen kleinen Teil der Büsche wieder in Ordnung bringe. So, sind auch schon weiße Hasen jetzt. Und die essen mal. Drei davon. Oh, das wollte ich gar nicht. So, klack. 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 Oh, dann haben wir noch das, 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 das. Dann müssen wir uns vorher erstmal mit den Bären begnügen und gucken, was wir noch hinkriegen, bevor es vor. Ja. So. Kohle haben wir ja noch. Sieht das für ganz okay aus. So, gleich haben wir fertig. Ist ja auch noch mal das mit hier. Da wurde uns ein Ball eingetrampelt, sehe ich gerade. So. Jetzt nehmen wir noch schnell den Spaß hier mit. Ich glaube, das hier wieder rein. Hier, hier. Aber auch da, da und da. So, das geht da noch rein. Dann krieg ich mal ein Stapel Holz kommt hier noch rein. Da ist schon der erste Vogel reingetappt. Sehr schön. Ja, mit den Samen können wir uns im Winter nicht mehr viel anfangen. Deswegen nehmen wir die Vogelsamen. Nehmen wir es für Vogelfang, meine ich. So. Ich hätte aber gerne noch mein Essen. So. Und dann essen wir mal ein bisschen. Und dann machen wir uns mal
Achso, Bild. Zwei Sleeping Wolves und nehmen wir gleich einer, weil wir so ein bisschen gehirntot sind. Momentan können wir uns das noch leisten. So, klack. Oh, klack. Na, stopp. Feder, schade. Und wir sammeln jetzt die Hasen auf, fallen natürlich komplett auf und nehmen dabei immer alles mit, was wir an Grass kriegen können, um neue Hasenpfannen zu craften. Über den Winter. Und hoffen, dass das gut geht. Wir versuchen dabei so viele Tage wie möglich natürlich zu schlafen. Mit den Thrawalls. Was auch natürlich auch schwer ist, denn wir müssen nebenbei, wie gesagt, noch die Hasenfallen craften. Um genug Essen zusammen zu bekommen, um die Tage, die wir dann überschlafen haben, auch wieder reinzufuttern. Hier ist, glaube ich, ein gutes Ding, immer wenn wir eine Hasenfalle bauen, dann können wir auch eine Strohrolle bauen. Und dann muss ich mir noch die warmen Winterklamotten anziehen, habe ich jetzt vergessen. Was? Hä? Na, komm. Kann ich wieder eine bauen? Ne, mir fehlen noch zweimal Gras. Habe ich aber hier, sehr schön. Sind hier, na super. Ich hoffe, mir wird es nicht kalt. Oh, super. Jetzt wird mir nicht mehr so schnell kalt. Der Bart von Wilson, das wusste ich. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Folge schon mal erzählt habe. Oder letzte Aufnahme. Der Bart von Wilson schützt ja auch vor Kälte. Das ist Wilsons Fähigkeit. Er schützt vor Kälte. Das ist ziemlich gut. Umso länger der Bart ist, umso mehr schützt er vor Kälte. So, nehmen wir den noch mit. Klack. Na, so ein Tag auf der Hasenfarm ist ergiebig, auf jeden Fall. So, da hilft noch einmal die Trap. Also für die auf jeden Fall schon mal nachproduzieren. Aber ist ja kein Problem, jetzt haben wir genug. Na, einmal fehlt noch fürs nächste. Manchmal hört es sich an, als wenn ich am Rand schon einfrieren würde, so leicht. Deswegen bin ich gerade echt vorsichtig. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf, die Feder können wir wieder mitnehmen, die wir hier abgelegt haben. So, dann nehme ich mir jetzt noch eine mit. So, klack. Und auf zurück nach Hause. Und mit dem Mist wieder alles verarbeiten können hier. Dann nehmen wir uns natürlich hier wieder die Ropes mit. Und trocknen es wieder. Hier ist jetzt nichts nachgewachsen groß, gell? Ja, genau. So, das hebe ich mir natürlich auf. Oh, das wollte ich gar nicht. Das hebe ich mir natürlich auf. Dann... Das war knapp, habt ihr das gesehen? So, Stein daneben. Dürfen wir nicht vergessen. Dann jetzt noch schnell...
Ach, es kostet 3, stimmt, deswegen geht es jetzt gar nicht. Wir können jetzt gar keine Strohhalme bauen. Oder? Haben wir nochmal? Ja, haben wir nicht, schade. Ist aber egal, wir haben noch einen, dann schlafen wir noch eine Runde. Und da fängt es an mit Schneien. Einmal ist noch der Dings fertig geworden, das gefällt mir sehr gut. Vogel wurde gefangen. Wir werden mal sterben. Sag mal, Feder ist natürlich uncool. So, Harvestzeug ist noch nicht fertig. Dann begeben wir uns wieder runter zu den Hasen. Gucken wir, was wir diesmal kriegen. Achso, Quatsch. So, alles aufgegessen. Da ist wieder einer. Da ist wieder einer. Da ist wieder einer. Okay, hat jetzt nicht viel gebracht irgendwie. Geben wir mal noch ein bisschen Holz. Das können wir mit der immer gebrauchen. Stirb, Vogel. Dann nehmen wir hier mal wieder die zwei, um die zwei zu machen, wenn ich einmal hier oben bin. Da sehen die Büsche schon mal wieder gut aus. Dann machen wir uns hier mal ein Feuer. Nehmen wir den Vogel mit. Können wir sowas zu kämpfen bauen. Ach genau, Tooth Trap können wir uns basteln. Das ist eine Falle aus den Überresten der Wölfe. Die ist ziemlich geil, muss ich gestehen. Hab's zwar noch nie in Aktion gesehen, aber ich stelle es mir geil vor, wenn da was reinrennt. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nicht viel übrig, außer darauf zu warten, dass das Zeug hier eventuell noch wächst. Das verballern. Diese Nacht können wir nicht durchschlafen. Die müssen wir durchmachen. Können wir aber auch kein Problem sein. Wir haben noch ein bisschen Lebensmittel. Können wir jetzt alle mal verarbeiten. So. Okay. Weg, 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 weg. Den müssen wir noch mal. Puh.
Federn kommen wieder hier rein. Auch das kommt erstmal rein, das brauchen wir sonst nicht. Da sind Pinguine. Ich hoffe, die sind nicht unbedingt in der Base. Trampeln und sowas bei dem Ball kaputt auch nicht schlecht. Na gut. Soll ich mal Nacht, ey. So, die ist auch bald kaputt. Auch gleich braten. Und da ist wieder was reingefahren. Die ist auch ein zweimal kaputt. War das eigentlich nicht geplant, aber kommt auf selbe hinaus. So, den Stein daneben legen. Und angekommen bei Tag 23. La 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 la. Ich muss aber sagen, dass wir jetzt hier an der Stelle auch mal eine Pause machen. Es ist nämlich abends um 0 Uhr 50 und ich muss für morgen noch alle drei Let's Plays zu Ende rendern und muss morgen 13 Uhr zur Fahrstunde wieder, deswegen muss ich jetzt an der Stelle mal Pause machen. Ich wollte gar nicht so lange, um ehrlich zu sein, ich wollte nur so zwei Auffolgen und so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und hoffentlich überlebt man den Winter und kommen in den nächsten Sommer hinein. Wir haben ja eine ganze Menge Wissen momentan. Ich habe jetzt ganz schön viele Hasenfeier nochmal gebaut, die uns nützlich werden könnten. Und ja, hoffen wir mal, dass wir den Spaß überleben. Arrivederci, Freunde, bis zum nächsten Mal.